Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu eurem neuen Beruf- und Finanzorakel für den Monat August 2020. Ja, es steht schon wieder ein neuer Monat an, also wollen wir natürlich auch schauen, wie sich alles im Beruflichen und Finanziellen entwickelt und dafür lege ich dann jetzt wie immer, weil das habe ich ja jetzt schon die letzten Monate auch gemacht, beziehungsweise die letzten 2 oder 3 Monate und deswegen machen wir das natürlich jetzt für den August auch. Ihr Lieben, es ist natürlich ein allgemeines Orakel und das große Blatt ist jetzt mit Energien gefüllt für das Kollektiv, also sprich gleich ist es gefüllt, noch haben wir ja nichts ausgelegt. Wenn ihr gerne eine private Legung für eure spezielle Situation haben möchtet, sei es im Beruf, Liebe, Partnerschaft etc., dann kontaktiert mich sehr gerne. Unter dem Video in den Shownotes findet ihr meine E-Mail-Adresse, auch in den Kanalinfos und dann nehmt sehr gerne Kontakt mit mir auf und dann können wir einen Termin vereinbaren und dann legen wir genau auf eure ganz spezielle und persönliche Situation, wo wir dann wirklich alles nochmal durchleuchten können. Ansonsten, meine lieben Abonnenten, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und wenn ihr bis dato noch kein Abonnent von meinem Kanal seid, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr jetzt die Glocke aktiviert, aber erstmal solltet ihr ein kostenloses Abo dann hinterlassen und dann die Glocke aktivieren, dann verpasst du auch nie ein Video. Bei mir gibt es jeden Tag Tagesimpulse, es gibt Liebesorakel, es gibt Sternzeichenorakel, es gibt Vollmond, Neumondorakel, ganz, ganz viele verschiedene Sachen, auch Spezialorakel. Schau einfach mal unter dem Button Videos mal nach, da findest du mit Sicherheit auch etwas für dich dabei. Und ansonsten freue ich mich auch, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst und wenn es euch gefallen hat, natürlich den Daumen hoch, weil das ist wirklich das, was das Tollste halt ist. Das ist meine Motivation, meine Wertschätzung und darüber freue ich mich immer mega. Okay, ihr Lieben, also wollen wir jetzt mal schauen, was uns im Beruf und Finanzen der Monat August 2020 sagen wird. Ich mische wieder, nicht wundern, das sieht immer so seltsam aus, wenn ich natürlich vor der Kamera mische, muss ich mich ein bisschen länger machen, in Anführungsstrichen, damit ihr auch alles genau seht, damit alles genau passt. Und dann mischt man natürlich so manchmal so ein bisschen wie so ein, keine Ahnung, wie ein Kartenakrobat. Mal gucken, ob irgendwas rausfällt. Ihr wisst, ich mische so lange, bis ich denke, dass es in Ordnung ist. Auf jeden Fall ist wichtig, wir wollen jetzt in dem großen Blatt einfach mal Beruf und Finanzen uns anschauen, was wollen die Karten uns für den Monat August 2020 mitteilen und auf den Weg geben, wie sich alles so entwickelt. Na, so, ich mische noch mal einmal. Okay, und dann mache ich wie immer, mache ich meine 3 Stapel. Und beim großen Blatt schaue ich natürlich auch da drunter, was wir da haben. Oh, wir haben direkt die Ankerkarte, die Berufskarte. Dann haben wir das Kleeblatt, das schnelle kleine Glück, das Alltagsglück. Und auch noch die Lilien, die Harmonie und die Balance. Also das sind schon mal, ihr könnt es glaube ich sehen, genau. Das sind schon mal super Anfangskarten, Anfangshinweise. Wir schauen mal, also das kleine Glück direkt, oder beziehungsweise ist die Glückskarte, schnelle Glück am Beruf mit der Harmonie. Also sprich, dass wir ausgeglichen auch sind, was Job betrifft und so, also sieht das schon nicht schlecht aus. Okay, ich starte mal, ich lege mal wie immer aus. Ihr wisst, dass ich das immer gerne mache, um dann auch einmal zu schauen, ob ihr alles soweit auch sehen könnt, weil manche kennen ja die Lenormand-Karten auch und möchten dann ein bisschen mitspicken, obwohl ich ja auch mal was dazu sage natürlich. So, 3, 6, 7, 8, 9. Und dann schauen wir mal weiter hier. Ich könnte schon was sagen, bei mir sprudelt schon wieder, aber ihr wisst, ich halte mich eigentlich immer gerne. Nein, ich halte mich nie geschlossen, das ist falsch. Aber es wäre auch falsch als Kommunikationstrainerin, wenn ich dann meinen Mund halten würde. Allerdings, bevor ich mich ausgelegt habe, mache ich nicht so gerne Andeutungen, weil dann kommen doch die Karten wieder und noch mehr Karten. Und dann verliert man schnell in Anführungsstrichen auch den Überblick. Und das wollen wir ja nicht, ne? Wir wollen also richtig hier schauen, was da los ist bei uns. So, gleich haben wir es geschafft und wir gucken mal, oder ich gucke ins Bild, aber ich glaube, ihr könnt soweit ganz gut erkennen. Ich werde ja auch noch was dazu sagen, aber ich denke, so ein bisschen könnt ihr mit wahrnehmen.
Denkt dran, das ist wie gesagt ein allgemeines Orakel. Wir gucken hier auf die Tendenzen von August 2020 in Beruf und Finanzen. Und egal, ob du jetzt Mann oder Frau bist und dir zuguckst, du bist immer die Fragenstellerin. Also bist immer die Frau im Kartenbild, also sprich hier die 29 im Lennemann. Egal ob Mann oder Frau. Das ist nun mal wichtig eben zu wissen. So, ich schaue direkt, ich habe dich ja hier schon gefunden. Du liegst auf jeden Fall auf den Blumen, auf dem Schönen, auf dem, ja, auf der Überraschung, auf dem Geschenk, auf schönen Momente, auf glücklich sein. Und das finde ich schon mal sehr, sehr schön. Die Blumen bedeuten immer so das Alltagsglück und die Alltagsfreuden. Und die können sich auswirken in schönen kleinen Veranstaltungen, kleinen, was weiß ich, essen gehen mit Freunden, Partner, Partnerin, mit kleinen Geschenken, mit einem tollen Lächeln von jemandem, mit einer netten Geste, vielleicht auch vom Arbeitskollegen oder Kollegin. Also alles im Endeffekt sehr, sehr harmonisch und auch schön. Interessanterweise haben wir den Beruf direkt daneben, also sprich, ist es ein großes Thema für dich auch, ne, weil das liegt, wie gesagt, ganz, ganz nah. Und jetzt im Beruf, also die Berufskarte liegt im Hause des Sages. Was heißt, dass irgendetwas in Anführungsstrichen zu Ende auch geht in beruflichen Dingen? Also keine Angst, es hat jetzt nichts damit zu tun, dass man jetzt einen großen Verlust im Job erleidet, beziehungsweise den Job jetzt nicht mehr hat oder beziehungsweise, dass der einem flöten geht im August. Nein, es ist irgendwas geht zu Ende und es kann gut sein, dass die Stagnation zu Ende geht, dass im Endeffekt durch die herausfordernde Zeit alles, was so blockiert, hat. Und wir hatten ja die letzten beiden Monate ansonsten ganz gute Tendenzen in Richtung Positivität. Und hier kann sein, dass noch irgendetwas aufgekommen ist, noch was da war, was jetzt ein Ende haben soll. Und das ist auch gar nicht verkehrt, weil letztendlich kommt dadurch auch Klarheit. Und der Sarg ist für mich, auch wenn ein Ende ist, ist auch ein Anfang, sprich eine Transformation. Vielleicht entwickelst du dich weiter im Job, vielleicht wirst du einen neuen Job dir suchen. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht möchtest du eine neue Position anstreben, bekommst eine Projektleitung, wirst Führungskraft oder möchtest selbstständig werden. Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Auf jeden Fall, der Beruf liegt hier neben der Klarheit direkt, also beziehungsweise neben den Wolken. Aber die helle Seite der Wolken ist neben dem Beruf. Das heißt, es kommt hier Klarheit rein und irgendetwas darf rausgehen aus dem Beruf. Irgendwas, was dich, ja, ich sag mal, vielleicht auch genervt hat und was an dir genagt hat. Und ja, das hat ein Ende. Und es kann gut sein, vielleicht Homeoffice-Zeit. Es kann sein, einfach auch die, ja, ich sage jetzt mal, die nicht die Möglichkeit zu haben, Kunden zu besuchen, nicht die Möglichkeit zu haben, Geld so zu verdienen, wie man es normal gewohnt ist, wie man es auch gerne möchte. Aber durch den Stillstand in den letzten Monaten war das einfach so, ja, man war da einfach gehindert dran und man konnte nicht so agieren, wie man wollte. Und das geht jetzt endlich dann auch raus. Es geht in den Verlust. Wir haben hier ganz schön direkt auch sozusagen neben dem Verlust, also sprich der Verlust geht raus, haben wir die Stärke liegen. Das heißt, wir kommen wieder in unsere Stärke, in unsere Kraft. Auch nochmal in der Diagonalen zum Job. Das heißt, im Job wird es wieder auch die Tendenz wieder nach vorne gehen, weil wir wieder unsere Stärke behalten. Wir haben vielleicht Energieverluste auch gehabt, die wir jetzt hier auch abgeben. Und manche Sachen, die nicht gut waren im Job, vielleicht auch die Kurzarbeit, ne, gibt es ja auch ganz verschiedene Thematiken, die sind jetzt endlich, die können wir loslassen. Weil letztendlich die Berufskarte ist auch die Verankerungskarte und das heißt, wenn ein Ende da ist, ist auch ganz schön dieser Neubeginn für ja, ein Loslassen. Und ein Neubeginn, ein Ende mit Loslassen heißt auf jeden Fall ein Neustart, ein Wachstum. Mit der Klarheit aus der Öffentlichkeit und wie gesagt, wir gehen hier wieder in unsere Kraft. Und unsere Stärke, unsere, ich will sagen, männliche Stärke, aber letztendlich ist der Bär auch jemand, der ja eine Charaktereigenschaft hat von einer Führungsperson, von einer Machtperson. Das kann natürlich auch unser Chef sein. Es kann auch sein, dass wir auch einen neuen Chef bekommen, dass der alte Chef vielleicht oder Chefin vielleicht rausgeht. Das kann natürlich auch hier sein. Interessanterweise, der Beruf liegt ja im Hause des Sages und
nach die Karte sagt, die liegt im Hause des Fuchses. Also das ist auch sehr gut, dass hier dieses, in Anführungsstrichen, Schlechte zu Ende geht. Ich spiegel immer ganz gern, das wisst ihr auch. Und wenn nicht jetzt, das ist ja das Haus des Fuchses, also Falsches wird beendet, was super ist. Und da ist irgendwas nicht gut gelaufen in Sachen Beruf. Also Beruf, Berufung, Hobby, je nachdem, welche Kategorie du dich jetzt da eingliederst. Und jetzt noch ganz interessanterweise, ich spiegel sehr gerne weiter, weil hier der Sarg liegt im Hause des Fuchses und der Fuchs, der liegt im Hause des Geheimnisses. Also das heißt, es kann auch sein, dass wir noch gar nicht wissen richtig, weil der August kommt ja jetzt, was diese Sache war, die unbedingt in den Verlust gehen muss, die unbedingt weg muss im Job. Ne? Also es kann wirklich, also das ist ja letztendlich hier, die Mäuse nagen ja da dran, was aber gut ist und nehmen auch was weg. Und die nehmen hier so Täuschung, Falschheit etc., was jetzt hier, wie gesagt, unter dem Buch liegt, nehmen die weg. Das Buch bedeutet natürlich auch schon mal Weiterbildung, was auch sein kann, dass du vielleicht noch mal überlegen solltest, ob diese Weiterbildung genau die richtige ist. Das könnte nämlich auch sein, weil da halt auch die Blockaden noch dran sind und die Entscheidungen auf der anderen Seite. Und das heißt für mich auch noch mal, dass in Bezug auf dieses Geheimnis vielleicht, was in den Verlust kommt, was letztendlich hier getrennt wird, weil der Fuchs wird hier durch den Sarg getrennt, also das Nichtschöne wird getrennt. Und die Entscheidungen diesbezüglich kommen dann auch, ja, ich will nicht sagen hoppla die hopp, aber die kommen ziemlich schnell und die bringen aber auch die Kraft und die Harmonie und die Balance wieder, was natürlich sehr schön ist, weil die Harmonie und Balance, die liegt auf jeden Fall in der Schicksalskarte und auch in der Eckkarte, was ich ganz, ganz toll finde. Weil die Eckkarten sind für mich auch immer sehr, sehr wichtig in einem Kartenbild zu sehen. Und deswegen schauen wir uns die mal auch immer direkt an. Wir haben hier die Routen, das heißt die Gespräche, die fundamentalen Gespräche. Für mich sind die Routen ja immer mit wirklich Fundament, also Gespräche, die ernst gemeint sind, Gespräche über Gehaltsverhandlungen, Bewerbungsgespräche, über neue Möglichkeiten, also da, wo man richtig auch diskutiert, wo man Tacheles redet und wo man wirklich sagen kann, da kommt ein Resultat raus und das Gespräch werden wir haben, was auch noch sehr harmonisch und gut für uns ausläuft. Ausläuft, das ist auch was ein Wort, ne? Letztendlich, wie es uns, es wird für uns sehr gut laufen, das Wort fehlte mir. Und dann haben wir hier noch die Verbindungskarte. Das heißt, es sieht so aus, als wenn wir Gespräche führen und wie gesagt, sehr gute Gespräche für uns, die dann auch wirklich in vertragliche Situationen münden, die wirklich dann auch ein Weiterkommen auch dann bringen. Wenn du selbstständig bist, kann es natürlich auch sein, dass du über Projekte gute Gespräche mit Kunden hast, ne, die gut harmonisch und auf Augenhöhe und mit Wertschätzung auch verlaufen. Das kann auch gut sein. Ne? Also das hat mit Angestelltenverhältnis kann das sein, mit Vertrag, aber natürlich auch in der Selbstständigkeit gibt es natürlich auch Verträge, die man halt schließt, was ich sehr, sehr schön finde. Okay, so, schauen wir mal weiter. Im Hause des Berufes liegt der Herr. Der Herr bist du aber jetzt nicht, wenn du männlich bist, sondern der Herr ist im Endeffekt eine Person, die vielleicht auch uns nochmal mit unterstützt in beruflichen Dingen, wo wir aber auch vielleicht ein bisschen aufpassen sollen, weil nämlich ja hier der Fuchs da drüber ist. Und deswegen ist für mich so, kann manchmal ein bisschen Falschheit auch sein. Auf der anderen Seite haben wir hier trotzdem auch letztendlich die Harmonie bei der Person. Trotzdem sollten wir aufpassen auf diese Person. Das kann wiederum auch wieder sein, dass diese Person auch hier dieser Chef ist. Das kann manchmal auch eine Person sein, weil wir gucken hier, wir haben hier keinen Liebesblick, also haben wir ja auch keinen Herzmenschen. Auf der anderen Seite haben wir hier die Komplikationen, wobei die Schlange, die deutet auf die Komplikationen und wir haben auf der Schlange haben wir die Wolken. Und die Wolken bringen hier die Klarheit im Beruf. Also das, was sich gerade so getümmelt hat im Job und gerade auch in finanziellen Angelegenheiten. Ne? Da komme ich jetzt direkt in der Kombination auf drauf, weil die Schlange liegt auf den Finanzen. Also alles, was so, ja, ich sag mal noch nicht gerade ausgelaufen ist, sondern wirklich mit Umwegen behaftet war im finanziellen Dingen, das geht jetzt auf jeden Fall raus. Das darf auch raus, das darf nämlich in die Klarheit kommen, weil hier ist die Sonne schon sofort.
die Sonne und mit irgendeinem Ende, also nicht mit irgendeinem Ende, sondern mit dem Ende des, ich sage jetzt mal, der Stagnation vielleicht auch in Finanzen oder halt Kurzarbeit und ja, das Kurzarbeitergeld, und es kommt in Bewegung, ne, was sehr schön ist von der Linie hier. Dann über dem Geld, und das finde ich mega klasse, das Geld liegt auf dem Schlüssel, auf der Sicherheit mit der Sonne, und es kommt in unser Haus mit den Sternen, mit der Klarheit, mit im Endeffekt der Erfolgskarte. Ne? Die Sterne sind auch Spiritualitätskarte. Es kann sein, dass du auch spirituell arbeitest. Dann hättest du hier die Mega-Linie vom Verdienst her in der Spiritualität. Aber auf jeden Fall Finanzen, super. Weil wir haben die Sicherheit, und man muss dazu sagen, die Finanzen, und das ist das Ausschlaggebende, die liegen nun mal jetzt hier auf dem Schlüssel. Und daneben ist auch der Schlüssel. Also es wird im Endeffekt ja auch nochmal verdoppelt, ne? Und mit der Sonne sowieso. Es gab Blockaden hier, gar keine Frage, aber die gehen ja raus. Ne? Das ist so, man hat hier Kopfkino gehabt. Wobei es auch sehr schön hier nochmal zu sehen ist, weil das ja in Verbindung auch mit den Fischen hier ist. Und wenn wir die Linie halt fahren, haben wir im Endeffekt durch Finanzen Blockaden gehabt und vielleicht auch kleine Verluste ertragen müssen. Es hat an uns genagt. Es kann auch sein, dass wir uns selber blockiert haben, weil wir uns so viele Gedanken um die Finanzen gemacht haben. Und es war vielleicht gar nicht so dramatisch, aber wir haben halt zukunftsorientiert gedacht und dachten, wenn das jetzt so weitergeht, die herausfordernde Zeit, dann wird es halt eng. Und es ist sehr schön zu sehen, der Fuchs ist hier im Endeffekt, ne, wir haben ja hier das Geld mit der Sonne, und wir haben hier die Blockaden auch in der Linie, und da haben wir den Fuchs da dran. Das heißt, wir haben uns zu viele Blockaden gemacht, zu viele Gedanken, weil letztendlich hat es uns an uns so genagt, und vielleicht hatten wir auch Einbußen, aber die waren nicht so schlimm, dass wir nicht in Anführungsstrichen überleben konnten. Ne? Also unser Kopfkino war größer, und deswegen haben wir uns hier auch mehr blockiert, was natürlich auch nicht so ganz so schön ist. So, dann haben wir halt, wie gesagt, Beruf und Finanzen haben wir hier. Was ich auch ganz, ganz toll finde, ich gucke ja auch gerne nochmal die Linie mir an. Also was liegt vor den Finanzen? Wir haben hier die Sicherheit. Wir haben die Veränderung von dem Langsamen. Der Baum ist Stabilität, was schon mal super ist, aber der Baum ist auch sehr langsam. Das heißt, wir haben Veränderung hier. Das heißt, es geht wieder schneller. Mit guten Nachrichten, also Nachrichten kommen in Bezug auf Verträgen. Und das ist auch schon mal ganz, ganz klasse. Ne? Also habe ich ja vorhin gesagt, entweder ist es Arbeitsvertrag oder wenn du selbstständig bist, kann es ja auch ein Projekt sein. Mit Neuanfang, mit der Treue, mit fundamentalen Gesprächen, also besser geht's nicht. Ne? Hier nochmal die positiven Nachrichten. Ich habe ja vorhin von Nachrichten gesprochen, habe sofort positiv gesagt, ohne dass ich hier die Reiterkarte gesehen habe. Und die Reiterkarte, die bringen einfach positive Verträge. Ne? Also positive Nachrichten in Bezug hier auf Verbindungen, auf Verträge halt auch. Und das ist auch sehr schön, weil auf der Reiterkarte liegt auch nochmal das Gespräch, also sprich das fundamentale Gespräch. Auf dem wirklich ernsthaften Gespräch, auf der Hausposition von den Gesprächen, liegt auch noch die Plötzlichkeit. Auf der Plötzlichkeit liegt der Hund, also die Loyalität und die Treue. Und auf dem Hund liegt die Stärke. Also wir haben auf jeden Fall hier in Anführungsstrichen irgendwelche Verluste zu verzeichnen, sei es jetzt wirklich emotionale bei uns selber durch Kopfkino, durch viel Stress, um Sorgen, auch jobmäßig und. Aber wir kommen hier ganz klar wieder in unsere Kraft, in unsere Loyalität, und das plötzlich, ne? Weil, wie gesagt, der Bär ist im Hause des Hundes und der Hund ist auf der Plötzlichkeit. Sehr, 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 sehr schön. Und das ist auch etwas, wo wir auch sagen sollten, dass das perfekt ist für unser auch Weiterkommen. Jetzt schaue ich auch noch mal gerade. Wir haben im Endeffekt auf dem Baum, auf dem Wachstum, haben wir auch noch unser Herz. Dieses Herz ist jetzt wirklich verbunden auf Beruf, also dass wir unsere Berufung auch leben können. Daneben auch die Spiritualität, daneben das Weiterkommen. Das Schiff ist, bedeutet immer, dass es vorwärts geht. Schicksalhaft, mit Gesprächen und Nachrichten nochmal. Also die Nachrichten in Bezug auf wirklich das, was du gerne im Job machen möchtest. Beruf, Berufung, Selbstständigkeit, Hobbys etc. liegt super. Wenn du selbstständig bist oder selbstständig werden möchtest, auf der Selbstständigkeit liegt das Kind. Das heißt Wachstum, Neuanfang, hier auch wieder mit Kundenverträgen, mit Nachrichten, mit positiven Nachrichten, die schnell kommen, mit der Loyalität, mit Plötzlichkeit.
Also sehr, 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 sehr schön. Und im Hause des Kindes, muss ich jetzt mal gerade mal nochmal schauen, liegt, ja, im Hause des Kindes liegt das Schicksal. Und im Hause des Schicksals liegt die Harmonie, die Balance, die Familie. Also sprich, wir haben auch noch Rückhalt sozusagen. Wir werden auch noch aufgefangen von lieben Menschen, ob das jetzt die Ursprungsfamilie ist oder Freunde ist. Das bleibt letztendlich, das ist eurer Situation dann gemünzt. Und was ich vorhin noch sagen wollte, dass ich die Eckkarten erzählt habe, was die bedeuten. Ich gucke mir auch die Mittellinie nochmal an. Und wir haben hier auf jeden Fall Herzensangelegenheiten im Job, im Beruf, Berufung, Hobby oder wenn du zu Hause alles managst, dann halt bezieht sich das auf zu Hause. Hier haben wir wirklich ganz toll, hier ist nochmal auch gezeigt, das Ende, also der Fuchs ist da drauf, das Ende von den ganzen Falschheiten, Unsicherheiten, was den Job betrifft, ne, kommt jetzt hier mit Gefühlen, also sprich mit deinen Stimmungen, also sprich das Herz wird hier auch nochmal doppelt nochmal angesprochen. Also das, was du gerne leben möchtest im Beruf, Berufung, Hobby, etc. Und dann drunter ist der Schlüssel auch. Also besser geht's eigentlich nicht. Ne? Also wir haben hier was zu verkraften auf jeden Fall. Es gibt hier irgendwelche, in Anführungsstrichen, ja, was heißt Veränderung, aber vielleicht auch etwas, was wir gerne wollten, wird auch nicht so sein, wie wir uns das vorgestellt haben. Das kann alles gut sein. Wir gucken in den Beruf, wir gucken in die Klarheit, wir gucken in die Sterne, in den Erfolg, wir gucken in das, was wir sehr, sehr gerne machen. Das kommt in Bewegung mit den kleinen Detail-Alltagsglück, mit Überraschungen, mit Möglichkeiten, mit Erfreulichem. Und wir wissen davon noch gar nicht so viel, weil die Gespräche erst kommen. Und das ist das, was ich vorhin ja auch sagte. Das ist hier alles noch so ein bisschen, ja, ich will noch sagen, sehr an der Oberfläche. Also es wird noch kommen und es wird noch mehr werden auf jeden Fall. Und wir sollten auf jeden Fall raus aus diesem, auch aus unserem Kopfkino. Wir liegen ja schon auf den Blumen. Ne? Also man muss ja vorhin auch so sehen, und die Blumen, also sprich das Schöne, liegt auf dem Schiff, auf der Bewegungskarte. Also wir kommen ganz, ganz schnell wieder unser Glück. Aber wir haben hier, wenn wir uns hier spiegeln, habe ich ja vorhin gesagt, wir haben schon starke Zweifel, wir haben Sorgen, wir haben Ängste und dadurch auch Blockaden in Bezug halt auf Geld. Müssen wir aber nicht, weil hier die Sonne, wie gesagt, kommt in unser Haus. Alles wird da gut, also gar keine Frage, auch hier mit wirklich mit Gefühlen und mit der Sicherheit und die Komplikationen gehen raus. Also sehr, sehr, wirklich sehr, sehr schön. Was ich vorhin noch sagen wollte, ist auf jeden Fall, ich rössel ja auch immer gerne und wenn wir hier runtergehen, haben wir den Fuchs bei uns. Das heißt, es ist auch ganz viel wirklich, also das, was sozusagen in uns halt vorgeht. Ne? Also dieses Kopfkino, wenn ich das jetzt einfach mal so global zusammenfasse. Ich glaube, wir machen uns hier wirklich viel zu viel Gedanken um Beruf und Finanzen. Klar, aber was legitim ist. Und ich sage ja immer, ich bin ja sehr realistisch und sehr bodenständig. Ich bin jemand, ich mache mir lieber dreimal mehr Gedanken als dreimal zu wenig. Ne? Also deswegen ist das auch nochmal ein ganz, ganz großer Punkt, dass wir da nochmal hinschauen sollen. Ich habe ja vorhin gesagt, auch im Thema Beruf, da sind halt einfach diese Blockaden da. Wenn ich den Beruf rössel, haben wir auf jeden Fall den Berg hier. Und das spricht auch dafür, dass wir da Blockaden und ein bisschen, ja, ich sag mal auch für uns Einschränkungen sehen, auch vielleicht gehabt haben. Und ja, vielleicht auch durch finanzielle, ich sag mal, Themen, aber auch vielleicht Jobthemen, wo ich nicht weitergekommen bin, wo vielleicht irgendwas versprochen wurde, was noch nicht gehalten wurde und nicht gehalten werden könnte. Wenn wir den Beruf auf der anderen Seite rösteln, ist aber auch sehr schön, weil wir haben hier die neuen Möglichkeiten, wir haben neue Wege, wir haben Entscheidungen zu treffen, wir haben Optionen, mindestens zwei. Und da liegen auch, also die Wege liegen, also die Entscheidungen und die Alternativen liegen auf den Nachrichten. Und die Nachrichten liegen ja schon direkt hier bei uns im Haus. Ne? Was ich vorhin auch sagte, in Bezug auf Verträge oder wenn du selbstständig bist, auf Projekte mit der Stabilität auf jeden Fall. Ne? Also sehr, sehr, sehr schön. Und diese Nachrichten sind auch hier auf jeden Fall schicksalhaft. Gibt es Austausch in Bezug auf Herzensdingen? Wie gesagt, Herzensdingen jetzt wirklich auf deinen Beruf, Berufung, Hobby etc., was du halt machst. Ne? Also hier geht es nicht um die Liebe mal ausnahmsweise, aber es geht einfach um das Gefühl in dir, dass es wirklich du das leben darfst und auch sollst, was du gerne möchtest. Und wie gesagt, das Herz ist dazu auch noch im Wachstum, auch noch im Baum, also sprich auch noch in der Stabilität.
Was ja perfekt ist, ne? Weil wenn die Liebe zu unserem Beruf, Berufung im Wachstum ist, haben wir die Sicherheit. Daneben, wie gesagt, die Sterne, besser geht's nicht. Also von dieser Zweierkombination auch. So, dann schauen wir mal hier weiter. Und ich hatte vorhin auch noch gesagt, es kann sein, dass uns auch etwas versprochen wurde, was irgendwie anders aussehen wird oder wo wir deswegen so dieses Kopfkino gefahren haben, weshalb wir deswegen nicht so gut drauf sind, weil wir deswegen Blockaden haben. Das kann auch gut sein, weil auf der Veränderung liegen halt auch die Mäuse. Und die Mäuse sagen ja, die nagen oder haben an dieser Veränderung genagt. Ne? Also es kann sein, dass wirklich vielleicht auch ein Bonus nicht gezahlt wurde oder eine Provision oder so. Aber, und jetzt sage ich wieder ein dickes Aber, das ist etwas, was zu verkraften ist, weil also die Mäuse liegen im Hause der Störche in der Veränderung. Und man muss dazu sagen, die Störche, die liegen im Haus der Sonne. Das heißt, die Veränderung, die vielleicht erstmal nicht so sein sollte, die jetzt aber kommt, und wir haben das Geld hier auch direkt an der Sonne, die wird jetzt hier, ich will nicht sagen mega, weil das ist immer Definitionssache, aber dadurch, dass die Störche jetzt auf der Sonne liegen und die Sonne ist die höchste Glückskarte. Und wenn ich auch nochmal sehe, wisst ihr, wo die Sonne drauf liegt? Ich meine, wer hier zählen kann, der weiß es auch im Endeffekt, aber es ist, leider könnt ihr mir jetzt nicht antworten, was doof ist, ne? Aber die Sonne liegt auf den Herzen. Also es ist die 24 hier und das heißt auch nochmal, dass wirklich im Beruf, Berufung, in deinem ganzen auch finanziellen, in deinen ganzen Sorgen und alles, was wirklich so ja, Herzensangelegenheiten sind, wie gesagt, du liegst ja schon auf den Blumen, auf dieser schönen Möglichkeit und dann ist dein Herz noch mit der Sonne und das heißt für mich auch, dass so Herzensthemen in Bezug auf Job, Berufung, Beruf, Hobby oder wenn du von zu Hause alles managst, dass wirklich jetzt im Sommer, und der Sommer geht bis Mitte September, hier noch ganz viel kommen kann. Mit mega Glück in der Veränderung. Deswegen war gar nicht schlimm, dass es hier vielleicht Verluste gab, dass es vielleicht auch Energieverluste gab oder hier irgendwas genagt hat an dir. Das ist überhaupt nicht schlimm. Also, sorry, dass ich das jetzt so sage, weil wahrscheinlich bist du durch ein großes Tief gegangen und ich möchte das auch nicht verharmlosen. Aber wenn du jetzt siehst, dass wirklich letztendlich neben der Herzkarte die Bewegung auf der einen Seite ist, auf der anderen Seite haben wir hier die Klarheit, die Sterne mit dem Erfolg. Und wenn ich jetzt auch nochmal die Liebe zu dem, was ich im Alltag mache, nochmal rössel, habe ich hier die Sonne wieder liegen. Auf der anderen Seite habe ich das schnelle kleine Glück, ne? Also das schnelle direkte Glück. Wie gesagt, und dann noch parallel liegst du oder wir alle liegen auf den Blumen, auf den schönen Dingen, dass es halt weitergehen kann und die Stärke haben wir direkt bei uns und den Beruf auch mit der Klarheit. Also ich muss euch sagen, letztendlich alles, was hier auch, ja, ich sage mal, in euch war, was auch mit Verlust zu tun hatte, was vielleicht nicht so schön war, geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich hatte ja vorhin auch gesagt, es schauen ja auch Selbstständige dazu, hier ist wieder ein Wachstum, Neustart, ich hatte das schon vorhin erklärt und wir haben hier auf der Selbstständigkeit, beziehungsweise die Selbstständigkeit der Turm, der liegt auf den Eulen und die Eulen sind immer für Gespräche, also sprich oftmals auch, die sind hier jetzt auch da drunter direkt, sind im Endeffekt erstmal so an der Oberfläche, wo ihr aber noch weiter graben könnt, also sprich für Projekte könnt ihr und Aufträge bei Kunden könnt ihr weiter graben und darüber liegt direkt die Überraschung, das Geschenk und die neuen Möglichkeiten und unter dem, also letztendlich der Turm liegt ja auf den Eulen und unter den Eulen liegt direkt der Wachstum, also sprich die Stabilität, ne? Also der kontinuierliche, langsame Wachstum, wie ich es immer so schön sage, ne? Aber wie gesagt, der Baum ist im Hause, das Herz ist im Hause des Baumes, also hier geht es auch in die richtige Richtung. Es werden erstmal Gespräche mehr noch an der Oberfläche hergeführt werden, aber dadurch, dass das Wachstum und der Neuanfang mit der Treue, mit den ernsthaften Gesprächen, die daraus resultieren, dann auch da sind, habt ihr in der Selbstständigkeit auch auf jeden Fall ganz, ganz gute Potenziale. Und ich habe ja vorhin auch gesagt, darunter ist auch der Vertrag. Also sehr, sehr schön. Ihr wisst, ich könnte jetzt immer Stunden hier weitersprechen, aber das mache ich nicht. Ihr wisst ganz genau, wenn eure Situation mal durchleuchtet werden sollte, dann können wir das gerne machen, weil das ist ja nochmal was anderes. Aber so die allgemeinen Tendenzen wirklich für August, da wo vielleicht was zu Ende geht, ich denke aber ganz sicher, weil es auch schicksalhaft ist
Und trotzdem ist die Liebe zum Beruf, Berufung, Hobby da drüber. Und hier unten sind die Gefühle auch, dass das genau gut ist, was jetzt zu Ende geht. Und das wisst ihr in eurer Situation, ob es jetzt wirklich die Kurzarbeit betrifft, ob es wirklich vielleicht wirklich ein neuer Job sein könnte oder ihr geht in eine andere Position und die alte hat in Anführungsstrichen, also die alte Position hat ein Ende. Das kann wirklich ganz, ganz viel bedeuten. Allerdings sehe ich das als sehr, sehr positiv als Prognose für alles Weitere. Und Finanzen, denkt dran, macht euch da nicht den Kopf, weil die liegen im Hause der Sicherheit. Klar, die Schlange liegt noch auf dem Geld hier, ne, auf den Komplikationen. Dadurch gab es auch Blockaden. Gar keine Frage. Und vielleicht gibt es noch Gelder, auf die ihr wartet aus der Öffentlichkeit. Da kommt auch Klarheit rein. Ne? Das kommt also auch alles. Aber dadurch, dass die Glückskarte, die Sonne, die toppt eh alles. Und deswegen ist der Berg und die Blockaden da, ich will nicht sagen nichtig, aber sind schnell weg. Und wichtig ist ja, wo das Geld jetzt liegt. Und das Geld liegt jetzt auf dem Schlüssel, auf der Sicherheit. Mit der Sonne genau oben drauf, die ins Haus kommt mit dem Erfolg, mit der Klarheit. Ja, ihr Lieben, wie gesagt, ich könnte jetzt, ihr wisst ganz genau, bei dem großen Blatt, ich könnte hier noch Stunden rösseln und alles. Was ich aber trotzdem noch machen möchte, das habe ich vergessen. Wenn wir uns spiegeln, haben wir hier die ernsthaften Gespräche mit Fundament, was ganz toll. Wenn wir den Beruf spiegeln, haben wir hier entweder eine Weiterbildung, die noch kommen kann. Ne? Ich habe ja gesagt, vielleicht sollte man hier nochmal überlegen, welche Weiterbildung man macht, ob es genau die ist. Oder ein Geheimnis, was ich ja auch vorhin sagte, dass etwas vielleicht noch nicht so klar ist, das im August jetzt klar wird und ihr deswegen wieder ganz positiv auch denken könnt und euch freuen könnt, dass etwas anderes vielleicht zu Ende gegangen ist und jetzt kommt aber ja was doppelt Schöneres. Ne? Also wenn ich die hier spiegel, was ich halt sehr, sehr gut finde. So, ich will ja noch die Finanzen auch spiegeln, die sind in der Veränderung und wir haben die Sicherheit dazwischen. Da brauche ich auch nicht mehr viel zu sagen. So, dann den Vertrag, das ist vielleicht auch noch wichtig, der Vertrag gespiegelt mit der Harmonie, mit der Balance, wo wir uns dann befinden, auch sehr, sehr positiv. Ne? Was kann ich jetzt noch machen? Also genau, wir können nochmal die Selbstständigkeit spiegeln. Das ist sehr schön, weil das Schicksal ist dazwischen. Und wenn wir die Selbstständigkeit spiegeln, dann haben wir auf jeden Fall hier die Öffentlichkeit. Und für die Selbstständigkeit brauchen wir die Öffentlichkeit, ne? Sonst wird ja niemand auf uns aufmerksam. Also das auch nochmal total schön gespiegelt. Also ganz, ganz ehrlich, mega. Dann korrespondieren habe ich noch nicht gemacht. Wir korrespondieren uns halt mit dem Vertrag, mit der Verbindungskarte. Wie gesagt, wir haben den Beruf vor uns, wir haben in der Korrespondenz haben wir die Vertragskarte, perfekt. Wie gesagt, besser geht es da auch nicht, weil wir wollen ja letztendlich was Handfestes und was Gutes. Beim Geld haben wir die Bewegung, wenn wir die korrespondieren, ne? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, genau. Das Schiff im Endeffekt, also es geht nach vorne auf jeden Fall. Ne? Also wir kommen wieder in den Fluss, was ganz, ganz wichtig ist. So, und im Beruf, wenn wir den noch korrespondieren, haben wir hier die Nachrichten. Also das, was ich auch schon ein paar Mal gesagt habe. Also wir bekommen ja auf jeden Fall Nachrichten und ja, das wird also mega. Also wie gesagt, seid nicht traurig, wenn irgendwie viel Kopfkino da ist, auch viel Unsicherheiten, vielleicht auch Verluste in welcher Hinsicht auch immer, vielleicht auch gewisse Trennungen, vielleicht auch von einem Vorgesetzten. Kann alles sein oder von einer Machtperson. Und ja, im Endeffekt ist für mich das Ausschlaggebende, was die Zukunft bedeutet. Die Zukunft, wir gucken jetzt für den August und deswegen das, was wirklich so in Anführungsstrichen verloren gegangen ist, und damit meine ich auch vielleicht eure Energie durch eure Zweifel und eure Gedanken, was Beruf und finanzielle Geschichten auch oder betroffen haben auf jeden Fall, das ist für mich, für das Kartenbild gar nicht schlimm. Das sollte so sein, damit ihr es jetzt in dem Sinne auch besser haben könnt, damit ihr auch andere Möglichkeiten habt. Und bei manchen wird vielleicht auch das Alte wieder was Neues in sich haben. Vielleicht bleibt etwas in Anführungsstrichen gleich, aber es wird anders aufgenommen, es wird anders wahrgenommen. Wir haben vielleicht eine ganz andere Sichtweise auf unseren Job und auf unseren Beruf, Berufung, Hobby und was auch ganz schön ist. Und wie gesagt, das Geld wird wieder genauso sein mit der Sicherheit und mit der Sonne und wie gesagt. So, ich höre jetzt auf, ihr Lieben, weil ich könnte noch weiter rösseln, korrespondieren und spiegeln und. Aber ich denke, ihr habt einen Einblick bekommen.
über Beruf und Finanzen für den Monat August und alles Weitere. Wenn ihr persönlich da eine Legung haben wollt, können wir das gerne bis zum Exzess auch durchziehen. Die schon bei mir in der Beratung waren, die wissen, dass ich alles mit durchleuchte. Deswegen traut euch dann gerne auch mir zu schreiben, wenn ihr Bedarf habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall im Beruf und Finanzen nur das erdenklich Beste, was für euch auch so sein soll. Ich wünsche euch diesbezüglich einen ganz tollen August, erfolgreichen August und freue mich, wenn wir uns dann beim nächsten Orakel, was Beruf und Finanzen dann für den September betrifft, dann auch hier wiedersehen. Okay, alles Liebe und bis dann. Tschüss!